Wir sind hier Klinik Neuhaus, der stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie vom Kanton Bern. Mein Name ist Andrea Hoffmann, ich bin Oberpsychologin auf den Kinderstationen Mistral und Levante. Bei uns ist man richtig eigentlich mit allen Störungen des Kindesalters in so einem Ausmaß, dass es nicht mehr daheim möglich ist zu behandeln. Und das kann sein von Kindern mit Depressiven, mit Angsterkrankungen, sind aber auch viele Kinder mit starken ADHS oder Auffälligkeit im Sozialverhalten, wo man einfach irgendwie Mühe hat, medikamentös zum Beispiel gut einzustellen. Es gibt auch Kinder, wo man nicht genau weiss, was eigentlich das Problem ist, aber einfach merkt, die sind irgendwie auffällig, die ecken an oder die kommen nicht mit. Denen geht es nicht gut, aber man weiß eigentlich gar nicht so genau, was es ist und will mit dieser stationären Behandlung die Möglichkeit nutzen, aus möglichst vielen Blickwinkeln das Kind 24 Stunden zu beobachten und sich so ein Bild zu machen, was könnte es sein. Wir haben Patienten auf Station im Alter von 5 bis 12 Jahren. Dass es daheim nicht mehr geht, kann ganz viel bedeuten. Bei der einen Familie ist es, dass es zu ständigen Konflikten daheim kommt, dass alle erschöpft sind, weil sie so viel probieren, irgendwie noch miteinander zu Schlag zu kommen, aber finden irgendwie den Rang nicht. Es kann aber auch sein, ein Kind, das über Wochen nicht mehr aus dem Haus rausgeht und man auch dort wieder alles Mögliche probiert hat, für das Kind zu unterstützen, und einfach merkt, wir kommen nicht weiter. Wir erwarten, dass Eltern einmal in der Woche zu einem Gespräch kommen. Mit den Eltern wird dann genau besprochen, was sind die nächsten Schritte, aber auch mit ihnen zum Beispiel bearbeitet, warum fällt es ihnen so schwer, konsequent sein oder wie können sie die Abendsituation entlasten, was braucht es dort von ihnen, wie können sie ihrem Kind helfen. Also sicher ein wöchentliches Gespräch, es wird erwartet, dass Eltern regelmässig auf Besuch kommen, einfach weil uns wichtig ist, das Kind kann nicht ohne seine Eltern. Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen. Und wenn wir nicht mit den Eltern an einem Strang ziehen, dann wird die Behandlung hier nicht funktionieren. Sie stehen auf, sie essen zu Morgen und dann kommt eigentlich die Klinikschule, dann gehen sie in die Schule, die ist auch hier auf dem Areal. Während der Schulzeit finden Therapien statt, Einzelpsychotherapie, es sind aber auch andere Therapieangebote wie Musiktherapie, es sind Abklärungs- und Behandlungsangebote, Logopädie, Ergotherapie. Wir haben tiergestützte Therapie, also wir haben ein ganz breites Angebot. Und dann am Mittag ist miteinander zum Mittagessen, am Nachmittag ist meistens in der Schule oder an den freien Nachmittag haben die Kinder häufig Besuch, gehen vielleicht auch mal auf einen Ausflug, gehen vielleicht auch heim. Und am Nachmittagabend ist nachher ein Gruppenprogramm. Und das schaut man mit den Kindern zusammen, was brauchen sie jetzt. Die Kinder sind sehr Gruppentiere und wollen miteinander Sachen machen. Andere brauchen ein bisschen Rückzug. Dann schaut man individuell. Weil man nicht einfach eine Gesprächstherapie machen kann, weil sie können das noch gar nicht ausdrücken, was sie erleben. Dort ist zum Beispiel spezifisch, dass wir Spieltherapien durchführen, damit man vielleicht auch ein bisschen Informationen bekommt, was beschäftigt sie. Oder hankerum eben auch für Strategieerwerb tut Sachen in einem Rollenspiel üben. Ja, wie könnte denn der Kasperli jetzt reagieren? Zum Teil geht es darum, mit den Kindern Achtsamkeitsübungen, sich selber spüren, Körperwahrnehmung. Es geht aber auch darum, im Sinne von klassischer kognitiver Verhaltenstherapie, was sind hilfreiche Gedanken. Wir nennen das vielleicht im Kindesalter eher so Regengedanken und Sonnengedanken. Sehr viel systemische Therapie, weil unsere Kinder ja in ihrem Familiensystem sehr integriert sind und wir immer mit den Eltern zusammenarbeiten. Wir haben eben das Dschungelzimmer, das ist so ein Multifunktionszimmer, wo man eigentlich genau mit dem Kind in Momenten, wo es noch nicht so angespannt ist, auch zu schauen, hey, was hilft dir, wenn du angespannt bist, und dann mit dem Kind auch übt. Und jetzt ist der Moment,
wo wir zum Beispiel jetzt die Boxhandschuhe holen und du auf Schaumstoffblöcke einschlägst. Oder wir haben doch herausgefunden, es hilft dir, Zeug umschiessen. Aber anstatt, dass du jetzt dein Zimmer auseinander nimmst, gehen wir ins Dschungelzimmer und dort hast du die Schaumstoffblöcke, die du an die Wange holen kannst. Oder, hey, man merkt, häufig kommen die Krisen dann, wenn du dich ganz verlassen fühlst. Dann hilft es, wir gehen zusammen dort rein, wir machen einen feinen Geruch in die Luft, du kannst die grossen Stofftiere knuddeln und dir eine Hölle bauen, wo du dich nicht verlassen fühlst. Medikamente sind spezifisch im Kindesalter, aber grundsätzlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie weniger eingesetzt als vielleicht noch in der Erwachsenenpsychiatrie. Wo wir sehr häufig auf Medikamente zurückgreifen, sind halt bei so der klassischen ADHS. Weil wir dort auch merken, dort helfen wir den Kindern extrem, wenn sie die Medikamente haben. Wenn wir aber merken, das Medikament hilft nicht oder wirkt nicht, dann wird es auch wieder rausgenommen. Also wirklich nur so viele Medikamente wie nötig, so wenig wie irgend möglich. Der allergrösste Teil unserer therapeutischen Arbeit ist eigentlich, was kannst du machen, außer die Medikamente. Im Moment haben wir Wartelisten und die Wartezeit kann von ein paar Wochen bis zu mehreren Wochen betragen. Und uns ist sehr bewusst, dass das für die Familie eine grosse Herausforderung darstellt. Wir können leider auch nicht zaubern und einfach mehr Bett her tun, weil wir möchten den Kindern und Familie auch noch gerecht werden. Was in den Kindern und den Familien, die hier in Behandlung waren, oder in Behandlung waren, mitgeben möchte, ist immer auch wieder daran zu glauben, dass es Möglichkeiten gibt. Und daran zu glauben, dass sie das arbeiten können. Und dass es auch okay ist, Unterstützung anzunehmen, aber dass sie das irgendwann auch selber wieder packen. Und dass jedes von diesen Kindern und alle Eltern im Grundsatz das Beste wollen. Und aus irgendwelchen Gründen das vielleicht im Moment nicht anders können, aber dass sie es im Grundsatz eben doch können. Die Hoffnung und den Glauben mitzugeben, es wird wieder kommen und du kannst es. Du hast alles in dir, was du brauchst.